Hagen im Jahr 1959. Eine Stadt mit Zukunft? Paul Kellermann rückt in seinem Städteporträt den Wandel der Stadt in den Fokus und stellt ihr wirtschaftliches Potenzial heraus. In dem Film von Paul Kellermann geht es in Hagen recht gemütlich zu. Doch der Blick täuscht. Die Stadt befindet sich in einem rasanten Wirtschaftsaufschwung, der ihr Erscheinungsbild bald verändern wird. Kellermann blickt in seinem Film vor allem zurück und erzählt anhand zeitgenössischer Aufnahmen den Aufstieg Hagens zu einem modernen Industriestandort und einer lebenswerten Stadt. Dort, wo die Ruhr ihr Ursprungsland, das Sauerland, verlässt und nach der Enge des Oberlaufes nun gemächlich im breiten Tal am Rande des Reviers dem Rhein zuströmt, erhält sie aus dem märkischen Sauerland drei wasserreiche Zuflüsse in Lenne, Volme und Ennepe. Lange, schmale Häuserzeilen schieben sich in diesen Tälern ruhrwärts und vereinigen sich im Mündungsgebiet zur Industriestadt Hagen, ehedem ein Kreuzungspunkt alter Landstraßen von Köln nach Berlin in West-Ost-Richtung und von Essen nach Frankfurt im Süden. Heute ein bedeutendes Verkehrskreuz der Bahnen und Fernstraßen. Vor den Toren der Stadt wird in weitreichen Tälern das Wasser gespeichert. Hier ist der Brunnen für das Revier, der nicht versiegen darf. In diesen Tälern mit ihrem starken Gefälle war der Ursprung der gewerblichen Entwicklung. Seit dem 15. Jahrhundert nutzten Hunderte von Eisenschmieden die Wasserkraft als Energiequelle. Versiegten in trockenen Jahreszeiten die Wasserläufe, dann wurde aus dem Unternehmer wieder der Bauer, der seinen Hof bestellte. Einzigartig war diese Verbindung von Industrie und Landwirtschaft. Am Rande der Stadt lebt hier und da noch das alte Handwerk. Von Generation zu Generation hat sich die Kunst des Schmiedens vererbt. Als der große Kurfürst hier Siedlungen für Klingenschmiede aus dem Bergischen Land baute, war für die Stahlverarbeitung ein weiterer wichtiger Schritt getan. Friedrich Harcourt ragt aus der großen Zahl tatkräftiger Unternehmer als ein Mann heraus, der entscheidende Pionierarbeit leistete. Schon seine Ahnen verkörperten auf Haus Harcourten das freie Bauern- und Unternehmertum dieser Industrielandschaft. Angefangen von der ersten Gründung einer mechanischen Werkstätte in der nahegelegenen Burg Wetter, wurde er der große Anreger auf vielen Gebieten. Hier tat er den Schritt vom handwerklichen Kleinbetrieb zu
zur Industrie. Unermüdlich, ohne Rücksicht auf materiellen Gewinn, Lob und Tadel, nur aus Liebe zur Sache, leistete er Entscheidendes für den Durchbruch fortschrittlicher Ideen. Weit über die Grafschaft Mark wirkte sein Beispiel. In Fortführung seiner Gedanken und Taten wuchs Hagen zu einer Großstadt mit vielseitig industriellem Leben. Die Nähe der Ruhrkohle wirkte sich bald ebenso günstig aus wie der Erzreichtum des Siegerlandes, nachdem die eigenen Erzlager erschöpft waren und die Eisenbahnen, für deren Bau sich Harcourt ebenfalls mit ganzer Energie einsetzte, den schnellen Transport übernehmen konnten. Stahlveredlung und Verformung sind der Kern der Hagener Wirtschaft geblieben. Entwickelten sich aus der handwerklichen Wurzel moderne Betriebe, aus einer Unternehmerschicht, die traditionsbewusst ihren Ursprung nicht vergaß. Naturschätze wurden genutzt und der Anschluss an das Netz der Autobahnen bedeutet einen Schlussstein verkehrsmäßiger Entfaltung. In der Frühzeit der Elektrizität erschloss man technisches Neuland. Hier entstand die erste Produktionsstätte für Akkumulatoren. Kaltverformung neue Anwendungsbereiche eröffnet. Ein weiterer Gewerbezweig bereicherte das Strukturbild der Hagener Industrie. Aus dem Zeitalter der Papiermühlen ging die Entwicklung zur automatisierten Papierfabrikation. Massenfertigung erlaubte der günstige Standort die Errichtung von Werken der Genuss- und Nahrungsmittelindustrie. Unternehmerinitiative schuf aus kleinen Anfängen große Werke.
Die gewerbliche Entwicklung, die schließlich die Häuserzeilen der verschiedenen Täler zusammenführte, gab dem Städtebauer erst spät und nur im Kern der Stadt, am Mündungsgebiet der Wasserläufe, die Möglichkeit zur Planung und einheitlichen Gestaltung. Diese hat er voll ausgeschöpft, in großen Grünanlagen ebenso wie in weiträumig angelegten neuen Bauwerken. Die besondere Art der Selbstverwaltung in der Grafschaft Mark wurde für den hier tätigen Freiherrn von Stein Anregung zur umfassenden Reform und blieb ein beispielhaftes Vorbild für Vertretung und Verwaltung. Der alte Harcourt, dessen Hauptanliegen die Schaffung eines neuen geistigen Fundamentes von unten her war und der um eine bessere Zukunft der Schule leidenschaftlich kämpfte und den kleinsten Fortschritt im Schulwesen zu seiner Zeit freudig begrüßte, würde beim Anblick der hier geschaffenen Bildungsstätten sein Wort wiederholen: Die starre Rinde eines langen Winters ist durchbrochen und in Tausenden von Keimen sprost der Schule ein neuer Frühling.